freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du mein neues Video wieder anschaust. Ich bin heute endlich mal bei bestem Sonnenschein dazu gekommen, hier rauszugehen bei uns an der Küste in die Küstenheide. Und ich werde jetzt gleich mal die DJI Mini 2 gegen die DJI Mavic Air 2 antreten lassen. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann wie immer zum Schluss noch einmal. So, okay, die Aufnahme läuft. Ich habe auch noch die Pocket 2 wieder mit dabei. Die steht hier mit ihren schönen bartähnlichen Windpuscheln. Ich hoffe, die wird mir vom Wind nicht umgepustet, da sie doch ziemlich leicht ist und ich sie hier nur auf so einen kleinen Pfahl gestellt habe. Okay, dann werde ich jetzt mal die Mini 2 erstmal starten. Ja, das Wetter ist Bombe heute. Ist richtig klasse. Und dementsprechend viele Leute sind natürlich auch hier in der recht abgelegenen Küstenheide unterwegs. Da zudem ja auch noch ein Samstag ist, kurz vor Weihnachten. Und da nutzen die Leute natürlich das gute Wetter, um nochmal ein bisschen Luft zu schnappen draußen in der freien Natur. Ab morgen soll dann schon wieder regnerisch sein. Mal überraschen lassen, wie das dann wird. Und dann starten wir das Baby mal. Ja, da haben wir unsere Mini 2. Ich fliege jetzt mal auf die Osmo Pocket ein bisschen zu, dass die eine schöne Aufnahme machen kann. Okay. Und dasselbe jetzt auch noch mal mit der Hero 9. Ja. Einmal direkt schön in die Hero 9 gefilmt. Sehr gut. Es ist auch nicht zu laut jetzt. Und dann würde ich sagen, fliege ich mal da hinten rüber zu dem kleinen Steinhaufen. Mal den Weg so komplett zurücklegen. Schön flach hier in Bodennähe, das geht ganz gut. Normalerweise sind auf dieser großen Weidenfläche auch immer Rinder, so zur Urzeit Rinder, Urviecher, aber heute ist davon nichts zu sehen. Ja, schön den Weg hier lang. Ich nehme in 4K wieder auf mit 30 Frames per Second. Dasselbe werde ich dann auch mit der R2 so machen, dass ihr da den guten Vergleich dabei habt. Belichtung ist auf Automatik. Das mache ich bei der 2 dann auch, bei der R2. Ja, da ist das kleine Häufchen. Ein bisschen runterschwenken. Jetzt stoppe ich doch mal die Aufnahme und versuche die Belichtung doch noch etwas feiner einzustellen. So, Verschlusszeit
etwas höher. Ja. So, na, komm schon. Okay, machen wir das mal so. Dann filme ich das jetzt auch noch mal ein bisschen um die Steine herum. So, das ist der Steinhaufen hier. Jetzt mit manueller Einstellung. Verschlusszeit auf 1 zu 400 gesetzt. ISO ist 100. Dann fliegen wir mal ein kleines Stück gegen die Sonne ruhig. Das können wir dann mit der R2 ja auch machen. Ja, eigentlich finde ich solche Aufnahmen auch gar nicht mal so schlecht. Dann gleich wieder. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, dass mir die Pocket 2 runtergefallen ist vom Wind. So, da lag sie auf der Nase. Hier mal an diesen Bäumchen vorbei. Und dann mal schauen, wie weit ich die dann wiederfinde. Mit der R2. Ich denke mal, so in den schattigen Bereichen des Bildes wird die Aufnahmen der Mini 2 mehr rauschen dann später. In dem finalen Bild. Da bin ich schon sehr gespannt. Scheiße, ist die Pocket schon wieder runtergefallen. Okay. Ja, das mit der Pocket, das ist natürlich blöd hier. Ich mache die jetzt auch erstmal aus. So, nass ist sie auch geworden dabei. Dann stecke ich sie erstmal hier wieder weg und konzentriere mich komplett auf die Mini 2, die zu fliegen. So, da hinten sind so ein paar kleine Sträucher und Bäume. Die will ich dann nochmal ein bisschen näher reinkriegen. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, so wie diese Vergleichsvideos, die ich immer mache mit den Kameras und den Drohnen, dann lasst mir doch auch bitte einen Daumen nach oben da. Dann gibt es auch schon bald wieder was Neues von mir. Okay, dann werde ich jetzt hier nochmal etwas zurückfliegen. Ruhig ein bisschen schneller. Ich gehe auch mal etwas höher. Nice. Eigentlich eine schöne Einstellung. Okay. Und dann mal in meine Richtung wieder zurück. Jetzt müsste die Hero 9 sie auch wieder drauf haben. Fliegen wir noch mal ein kleines bisschen drauf zu. Um dann noch mal einen schönen Schuss zu kriegen. So, was tiefer. Ja, dann könnt ihr mich ganz gut sehen hier mit der kleinen Mini, der Mini 2, die manchmal doch ein wenig mit dem Wind zu kämpfen hat hier. Ja, und ich werde sie jetzt mit der Hand wieder fangen und danach starten wir dann die Mavic Air 2. Ist die R2. Fliege ich auch mal kurz auf die Hero 9 zu. Steuerung ist natürlich im ersten Moment ein bisschen anders. Ist genau wie mit einem anderen Auto, wenn man jetzt ein anderes Auto starten würde. Dann hätte man auch erstmal ein ganz anderes Gefühl dabei.
Okay, so, dann hat die Hero 9 auch ihre Aufnahme gemacht. Und dann wollen wir mal rüberfliegen zu dem kleinen Steinhaufen. So. Okay, und los geht's. Einstellungen sind nach wie vor auf Automatik. 4K, 30 Frames. Und was natürlich sofort als erstes ins Auge fällt, ist das Farbprofil, das Decentralized-Profil der Mavic Air 2 erheblich flacher ist, also dass man da noch viel besser mitarbeiten kann in der Nachbearbeitung. Das ist wieder der kleine Steinhaufen. Und im nächsten Schritt werden wir dann auch gleich nochmal das Bild manuell einstellen, so wie wir es ja auch mit der Mini 2 zuvor gemacht hatten. Ja, der Tripod-Mode der R2 ist natürlich um Welten besser. Der ist wirklich klasse. Schöne ruhige Aufnahmen. Und hier ein wenig gegen die Sonne mal geflogen. Und dann können wir wieder den kleinen Weg entlang fliegen. An den Bäumchen vorbei. Genau, sind wir hier auch in Richtung des Turms wieder geflogen. Und zu den Gehölz darüber. Okay, ein Stück zur Seite. Und dann können wir jetzt gleich mal rückwärts wieder fliegen. Ruhige kleine Aufnahme mit der Mavic Air 2, die wir dann vergleichen können in direkter Gegenüberstellung mit den Aufnahmen der Mini 2. Okay, ja, dann kommen wir wieder zurück. So, da bin ich dann wieder. Ja. Könnte interessant aussehen. Mal schauen. Okay. Dann wollen wir sie mal wieder zurückholen. Zurück. Dann nochmal kurz gefilmt für die Hero 9. Okay, und dann werde ich sie mir auch mal schnappen. Wollte sie doch glatt noch im letzten Moment mir ausbüchsen, aber ich habe sie noch erwischt. Ja, gut. Das war dann also hier mein kleines Video aus der Küstenheide. Mein Vergleichsvideo der beiden Drohnen, der Mavic Air 2 und der Mini 2. Ich hoffe, dass es aufschlussreich für euch war.
dass ihr ein paar Erkenntnisse daraus gewinnen konntet. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr auch das komplette Video wieder bis zum Ende geschaut habt. Ihr könnt mir das gerne zeigen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr Content in der Art haben möchtet von mir, indem ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Unternehmt was Schönes, so wie ich hier heute, in der Küstenheide, an der Nordsee. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also, bleibt gesund und bis bald, euer Matthias. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance